Schalömmchen, Freunde. Schalömmchen, Freunde und herzlich willkommen zum Klimawandel. Naja, nicht ganz. Aber viele haben sich ein Nami-Video gewünscht und hier haben wir den Nami Klima. Genau. Und ja, den Nami Bernie, den habt ihr vielleicht schon mal, also wenn ihr schon länger dabei seid, gesehen. Den haben wir schon mal getestet. In Österreich, in Hohenems. Und jetzt haben wir hier den da ist wirklich der Nachfolger, das ist ein anderes Modell. Das kleinere Modell. Das kleinere Modell, Nami Klima. Und das Ding ist wirklich, also man kann es nicht vergleichen mit einem G3. Das Ding ist wirklich nochmal eine andere Liga als der G3 Pro zum Beispiel. Und hier haben wir 60 Volt System. Ich bin nicht ganz sicher, wie viel Ampere wir haben. Müssen wir mal schauen, Freunde. Auf jeden Fall ein riesen Deck mit einem riesen Akku. Und natürlich auch eine jede Menge Leistung. Wir haben zwar nur 2x1000 Watt, aber das die sind Watt, böse Watt. Die sind böse. Also wir können es nicht von der Leistung mit dem G3 Pro vergleichen. Der hier geht viel mehr ab. Wir können es schon fast nicht mehr mit dem Forza 10 vergleichen. Wir haben gerade mal kurz gegeneinander getestet. Forza 10 steht da vorne. Vergessen. Ich würde sagen, der Forza 10, der geht nicht so geil ab. Der geht auch nicht. Weil der zieht einfach ganz anders los. Der fährt viel geiler an. Das ist einfach geil. Wir werden auch gleich mal kurz mit euch hier wenigstens ein Stückchen über den Parkplatz fahren, Freunde. Da vorne ist alles zu. Hier ist alles geschlossen. Das ist natürlich alles illegal, deswegen müssen wir aufpassen. Aber über den Parkplatz ist das schon in Ordnung. Ja, hier ist ja alles abgesperrt. Da vorne ist zu. Hier kommt keiner mehr rein. Wir können oder mal raus. Ganz kurz auf die Details gehen. Du hast ja die Kamera gerade eben an. Wir haben hier auf jeden Fall, wie soll es auch sein, Blinker, aber nur hinten. Ja, aber das ist halt wieder auch ein reines Spaßgerät eigentlich. Deswegen brauchst du ja auch schon fast keine Blinker. Ja, gut, wir haben diesen Nami-Bedienhebel, Freunde. Den kennt ihr vom Nami Burn E bereits. Wir haben dieses ultra geile Tacho. Hier oben haben wir Batterieanzeige in Prozent. Wir haben hier mehrere Fahrstufen. Die Fahrstufen können wir einfach hin und her switchen. Wir haben hier sogar einen scheiß Kompass und alles. Ein Kompass? Wir haben hier Range, alles. Also wir haben hier alle möglichen Anzeigen, die man sich vorstellen kann. Wir haben hier wirklich sämtliche Sachen. Wir können hier sogar den Scooter drosseln. Der fährt jetzt standardmäßig 65. Wir sind hier im Modus X drin. Wir können aber jede Fahrstufe einzeln einstellen. Wir können die Bremsen elektronisch einstellen. Wir können hier wirklich alles einstellen. Wir können jeden Fahrmodi so anpassen, wie man es haben möchte. Man kann den Scooter starten, indem man einfach hier mit dem NFC-Chip hier drauf geht. Das genügt schon für das Teil. Und ihr habt euch bestimmt gefragt, warum heißt das Teil denn Klima? Das kann ich euch verraten, Freunde. Wenn ihr mit dem Teil fahrt, dann ändert sich das Klima in eurer Unterhose in subtropische. Wir zeigen euch gleich mal, wie der abgeht. Aber jetzt noch eigentlich die spannendste Frage ist, zieht der eigentlich den Tesla? Gute Frage, Freunde. Das werden wir mal testen. Ja, aber der Tesla hört uns nicht. Und, das Interessanteste an den Nami-Modellen ist natürlich für viele, die Kenner sind, die Federung. Und schaut euch mal das Ding hier an. Die ich Federung jetzt nicht ist gerade komplett so viel. Gestört. Ich wiege ungefähr 80 Kilo, sage ich mal. Und das ist wirklich heftige Federung. Also das natürlich ist eigentlich ein Trampolin. Natürlich ist die Federung einstellbar. Die ist jetzt sehr weich eingestellt, Freunde. Man kann sie natürlich noch härter stellen wie BSC. Aber trotzdem, das Teil ist ein Trampolin und es fährt sich unfassbar gut, es fährt sich unfassbar sicher. Und das Witzige ist, es kostet nur, was heißt nur, aber es kostet 2500 Euro. Denkt man natürlich, okay, ist hart viel. Ist aber geil, weil dadurch hast du Konkurrenz zum VZ10, der sich ja in ähnlichem Preisrange befindet. Nami ist aber nochmal eine ganz andere Hausnummer, gerade wenn man sich den ganzen Scheiß hier am Lenker anguckt. Einzige Schwachstelle, die ich sehe, die wirklich eventuell eine Schwachstelle sein könnte, da haben wir uns gefragt, kann das sein? Guckt euch mal an hier die Halterung, Freunde. Natürlich sind diese Lenkradverschlüsse ein bisschen blöd, aber bei so einem Scooter erwarte ich natürlich auch eine gewisse Stabilität und den klappst du ja nicht so oft ein und packst ihn ins Auto, deinen Kofferraum oder was weiß ich. Okay, Kofferraum ist im Auto. Lassen wir den Scheiß. Jedenfalls, das hier ist halt maximal stabil. Dann gehen wir weiter hoch. Guck mal. Guck mal. Der ist kleiner als der 1S Lenkrad. Ich kann ja mal kurz was gleich dickes daneben, lassen wir das. Auf jeden Fall. Nein, auf jeden Fall, es ist wirklich sehr dünn. Ich meine, guckt euch das mal an im Vergleich zu meiner Hand. Das ist so, ohne Scheiß, es ist nicht mal zwei Finger dick. Und da fragen wir uns wirklich, wir haben schon Videos gesehen von Scootern, wo der Lenker abbricht. Und das waren meistens irgendwelche Ninebot-Klone. Und die fahren nicht 65. Und da fragen wir uns jetzt, muss man da sparen, auch die Lichthalterung? Das ist eine Schelle aus dem Baumarkt. Ich meine, Nami hat wohl eine relativ kleine Werkstatt, einen kleinen Betrieb, soweit wir das wissen, so unsere Information. Kann sein, dass wir da Scheiße labern. Wäre nicht das erste Mal. Aber aus unserer Information zufolge ist das alles relativ, ja, ich sag mal, bessere Garage. Ja, ist jetzt vielleicht ein bisschen blöd ausgedrückt, aber auf jeden Fall könnt ihr diese Produktion nicht mit Kukirin, V-Set oder was weiß ich was vergleichen. Ja, gut, die sind schon eher nischiger. Also, das ist halt deutlich kleiner. Und da frage ich mich jetzt wirklich,
Warum muss man an dieser Stelle sparen? Wir haben hier einen Scooter, der hat richtig gute Bremsen. Die Bremsscheiben sind vernünftig. Das kann man ganz gut zeigen. Guck mal, wenn ich jetzt bremse, ihr wisst ja, die Federung geht übel ab. Wenn ich jetzt bremse, da passiert gar nichts. Du musst die Bremse wirklich nur antippen. Wie gesagt, die Bremse ist natürlich hydraulisch und die Bremse, also hier drücken sich auch beide Kolben rein. Ihr habt das nicht so, dass nur von einer Seite der Kolben reindrückt, sondern hier drücken sich, beide. Bremst du mal. Ich hoffe, man erkennt das einigermaßen. Auf jeden Fall drücken sich hier beide Kolben rein. Hier kann man den Rebound noch ein bisschen einstellen von der Federung. Alles super. Das ist krass. Wir haben sogar eine Hupe, aber da vorne sind noch Leute am Arbeiten, deswegen hupen wir jetzt mal nicht. Wir haben den Survival Mask Aufkleber, der bringt sowieso noch mal plus 20 Intelligenz und 30 Ausdauer. Auf jeden Fall. Und 10 kritische Trefferwertung. Krass ist, wenn man jetzt, ich drücke jetzt die Bremse und dann lasse ich los. Ja, und die Leistung von dem Teil, also natürlich ist es kein Burn-E, es ist jetzt kein, du kannst jetzt kein Rennen mit dem Tesla machen. Jetzt zeigen wir mal ganz kurz, das kann man eigentlich, mal ganz kurz, oh, direkt aufs Maul. So, ich gebe jetzt mal Vollgas auf den X-Modus. Gucken, wie viel, wir haben aber leider keinen Full-Akku, wir haben jetzt 62%. Quatsch, nicht, fahr los. Direkt auf 40. Boah, hast du gesehen? Ja. Das Heck ist mir abgegangen, ein bisschen. Ja, zum Glück bin ich Stuntfahrer und seit 25 Jahren leidenschaftlicher E-Scooter. Wenn ihr so einen Scheiß macht, zieht einen Helm auf, Freunde. Wir haben jetzt gerade noch keinen hier und wollten einfach nur hin und her fahren. Das ist schon wirklich krass. Also, der G3 geht auch schon ab, aber der geht nochmal fast doppelt so viel ab. Und der hat offiziell weniger Leistung als der G3. Natürlich haben wir im G3 Pro von Cookie Rain, den kennt ihr, 52 Volt Akku und hier haben wir 60 Volt. Das macht natürlich auch nochmal einen Unterschied, aber dennoch ist das ein gigantischer Unterschied, auch, Freunde. Auch wenn hier 1000 Watt draufsteht, dann sind da 1000 Watt drin. Ich will gar nicht wissen, was wir in Peakleistung haben. Da kannst du schon sagen, der hat 4000 Watt Peakleistung gefüllt. Also, ja, locker. Also das Ding ist wirklich geisteskrank. Und auch das Ansprechverhalten ist mega krass. Ja, und ich glaube, es gibt keinen krasseren E-Scooter mit einem besseren Ansprechverhalten. Und Freunde, hier, ich zeige euch mal kurz, was halten Sie dies? Wenn ich jetzt am Anfang losfahre, und normalerweise würden wir das bemängeln, aber hier nicht, dann müssen wir eine Ausnahme machen. Wenn ich jetzt hier losfahre, gebt euch das mal. Ich habe hier einen Totpunkt. Und falls man aus Versehen dagegen kommt, weil das Ding fliegt dir so vom Ohr. Ja, das fliegt direkt und weg. Und das ist halt das Geile. Am Anfang habt ihr wirklich so ein bisschen schwammig, aber nur beim ersten Anfahren. Wenn ihr einmal fahrt, ist es nicht mehr so. Und normalerweise, wie gesagt, würden wir uns da rumhaten, aber wir reden normalerweise auch von Scootern, die dann 22 fahren. Bei denen willst du es nicht. Du fährst an der Ampel los und hast auf einmal nicht mehr, oh mein Gott, ich kann die nicht kontrollieren. Ja. Naja, haben wir auch schon alles in irgendwelchen Videos gesehen, Freunde. Das ist der Volks-2-Extreme, der natürlich ultra geil ist. Nicht kontrollierbar ist, das ist Schwachsinn. Den Scooter kann man fahren, der geht halt voll ab, aber man kann ihn halt normal kontrollieren. Das sieht hier aber anders aus, hier muss man wirklich aufpassen. Deswegen ist es gut, dass wir so einen kleinen Totpunkt haben. Sobald wir diesen Totpunkt aber überwunden haben, boah, da fliegt der dann direkt in den Tesla da rein, Freunde. Naja. Selbst bei deinem Gewicht zieht der dich sowas vom Tesla. Das ist komplett verrückt. Wenn man sich auch nur minimal hinten drauf stellt, dann hebst du vorne ab, du gehst fliegen. Du machst wirklich einen Wheelie. Ja, ist echt krass. Aber wirklich, finde ich auf jeden Fall ziemlich witzig, das Teil. Ich weiß gar nicht, ob es den bei René zu kaufen gibt. Aber wenn er im Shop da ist bei René, dann werden wir ihn verlinken. Ja, ansonsten gebt Nami Klima bei Google ein, wenn ihr euch für das Teil interessiert. Auf jeden Fall, wir finden es witzig. Wenn aber irgendein Verrückter von euch sagt, ey, ich kaufe mir den Lachs, bedenkt bitte, Freunde. Das Teil hat natürlich keine Strahlenzulassung. Wir sind hier auf dem Parkplatz, da vorne ist zu. Hier kommt keiner rein oder raus, außer die machen das Tor auf. Das ist aber das Privatgelände hier. Hier dürfen wir damit ein bisschen rumfahren. Aber das war's dann auch. Ihr dürft dieses Ding nicht im öffentlichen Straßenverkehr bewegen. Also nicht Kennzeichen hinten dran machen und go. Mal gucken, ob da einer einen Zwang gemacht hat. Der hat mich nicht gewundert hier. Also hier würde einen sehr gut hinpassen. Aber es ist halt verboten, Freunde. Und wenn ihr damit gepackt wird, das ist ein Riesenärger. Und wenn ihr jemanden damit in die Karre fahrt, was mit dem Ding durchaus wahrscheinlich ist, dann werdet ihr euer Leben, wenn ihr Pech habt, nicht mehr froh. Deswegen, Freunde, macht bitte keine Scheiße. Wenn ihr so ein Ding euch kauft, bitte nur als reines Fun-Gerät bezeichnen, wie irgendwie ein Cross-Motorrad und eine Straßenzulassung. Also passt da bitte wirklich auch auf und zieht einen Helm auf. Das Ding ist saugefährlich. Genau. Und wir wollen natürlich, dass wir mehr Abonnenten kriegen und nicht, dass die Abonnenten gegen Baum fahren. Das ist wahr. Ja, gut, Freunde. Gegen Baum gefahrene Abonnenten gucken keine Videos. Ich würde sagen, mit dem Ausblick, würde ich sagen, beenden wir das Video. Ich fahre jetzt nach Hause mit meinem S-Modell. Wir sehen uns in einem anderen Video. Ciao. Freunde, immer vergessen zu zeigen, wie schnell er in der Luft fährt. Ist natürlich schwer. Aber 65 schafft er. Da ist er abgeriegelt, ne? Muss man sagen. Der ist bei 65 abgeriegelt. Abgeriegelt. Und jetzt, tschüss. Ciao.